Die heutigen Appenzellerbahnen mit Hauptsitz in Herisau existieren seit dem 1. Juli 2006. Entstanden sind sie aus dem Zusammenschluss von mehreren Bahngesellschaften. Auf dem rund 77 Kilometer langen Streckennetz, welches durch drei Kantone führt, befördern die Appenzellerbahnen Fahrgäste vom Rheintal und St. Gallen und vom Fürstenland bis nach Appenzell, dem Kantonshauptort von Innerrhoden. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Appenzellerbahnen ist groß. Das Unternehmen beschäftigt in den Kantonen Appenzell-Inner- und Ausserrhoden sowie St. Gallen insgesamt rund 200 Mitarbeitende. Seit 2010 wurden über 5 Millionen Fahrgäste befördert. Das entspricht rund 13.600 Personen pro Tag. Als moderne Agglomerationsbahn der Region St. Gallen-Appenzell bringen die Appenzellerbahnen täglich Pendler und Schüler zur Arbeit oder Ausbildung, vor allem in die Stadt St. Gallen. Touristen, Wanderer, Sportler, Tagesausflügler, Schulklassen oder Vereine und Gruppen fahren mit den Appenzellerbahnen regelmäßig ins Appenzellerland oder die umliegenden Regionen. Sei es für eine Reise in einem Nostalgiezug, einen Besuch in einem malerischen Ort oder sportlichen Aktivitäten im Alpsteingebiet. Die Appenzellerbahnen arbeiten eng mit Tourismusorganisationen, weiteren Ostschweizer Transportunternehmen und privaten Firmen und Organisationen zusammen. Als eine der größten Transportunternehmungen der Ostschweiz verbinden die Appenzellerbahnen, was zusammengehört: eine Region, eine Bahn.